nochmal herzlich willkommen zur mittlerweile 26. Friedensmahnwache hier in Saarbrücken, jeden Montag ab 18 Uhr für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Ihr findet uns auch bei YouTube und wir haben auch eine Webseite, Friedensmahnwache Saarbrücken, und bei Facebook sind wir auch. Ich möchte gerade mal als erstes die Möglichkeit nutzen für das offene Mikrofon. Ein Grund auch für mich, warum ich montags immer herkomme, ist die aktuelle Situation in der Ukraine. Was da abgeht und die Berichterstattung und das Verhalten unserer Politiker im Zusammenhang mit dem, was dort passiert. Und ich muss einfach wieder was loswerden. Ich kann es einfach nicht mehr verstehen. Wo bleibt der Aufschrei? Wer hat diese Woche ARD, ZDF gesehen? Da werden ganz offen gezeigt, dass in der Ukraine Nazis im Heer kämpfen. Die laufen mit der Seite mit SS-Abzeichen rum und mit Hakenkreuz am Helm. Und das ist mittlerweile wieder salonfähig, dass das im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Da wurde nicht hinterher gesagt, das ist scheiße. Nee, die wurden als politische Hardliner bezeichnet. Also ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch irgendwie sagen soll. Ich verstehe es nicht, dass die Leute, dass die Menschen nicht endlich sagen, stopp, wir können nicht mehr mitmachen, was die Bundesregierung da in unserem Namen verzapft. Ich kann nicht dafür stehen, dass wir mit unseren Steuergeldern Nazis in der Ukraine unterstützen, die Säuberungen im Häuserkampf ausführen. In welcher Zeit lebe ich denn? Oder? Ja, lass mal. Danke dir. Mach's mal hoch. Ja, ich kann auch einfach diese Berichterstattung, dass das einfach so kommentarlos, wir sind doch 2014, sind nicht gerade wir hier als Deutschland das Land, das irgendwo sagen muss, stopp, nicht mit uns, sobald irgendwo Anzeichen sind, dass diese Nazi-Scheiße wieder irgendwie salonfähig wird. Wir sind doch diejenigen, die an allererster Front sagen müssen, nein, nicht mit uns, aber es passiert nicht. Ich verstehe es nicht, ich bin da langsam sprachlos und weiß auch sonst nicht mehr groß, was ich dazu sagen soll. Leute, steht auf, macht den Mund auf, wenn ihr das mit hier im eigenen Land auch bald erleben wollt. Das scheint unseren Politikern ja egal zu sein, wen sie unterstützen. Hauptsache es werden irgendwelche wirtschaftlichen Ziele vorangeboxt, ob da dann mal Nazis an der Seite kämpfen, ist scheißegal, unsere Geschichte ist vergessen, ist alles gar nicht so schlimm, wie es anscheinend Merkel und Co. und Gauck und von der Leyen, wie sie alle heißen, vorleben. Und das Blöde ist halt, die werden weitermachen. Wenn wir nicht als Volk zusammenkommen und sagen, stopp, das ist nicht mehr in unserem Namen, das hat nichts mehr damit zu tun, warum ihr uns regieren dürft. Die arbeiten für uns, die kriegen ihr Geld von uns, nicht umgekehrt, Leute. Lasst das nicht mehr länger zu. Mehr kann ich an dieser Stelle dazu nicht sagen. Danke.